Damn Blumber is bubbles to me. Damn Blumber is bubbles to me. Damn Blumber is bubbles to me. Bin ich und gar nicht. Achso, er ist hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Ja, dann sind wir ja alle ein bisschen. Ja. Waldschüler. Ey, wie auf ihr erst im Glas. Wir bleiben ja öfters hängen. Kann ich ja auch schwer, mein Essen ist alle. Oh, ach, geil, Office! Du Kacke. Das ist einer meiner Lieblingsmaps. Geil, Scheiße, dass wir jetzt Antiterror anfangen. Pass auf, das, wir haben Geiseln und die müssen die entführen, die Terroristen. Wir müssen die verteidigen. Dr. Panik? Ja, das ist Frank, Dr. Panik. Nee, du sollst sie ja auch nicht nehmen, du sollst sie aufpassen. Panik? Du bist Dr. Panik, ja. Ich bin Dr. Panik? Hat hey, Gameplay, ich habe eine Frage an dich. Was, wo? Kannst du Tarzan, wie heißt das Lied nochmal? Nein, The Stranger Like Me wahrscheinlich. Hm? Hier gehört mein Herz. Ja, voll, der klingt nicht englisch. A Stranger Like Me von Phil Collins. Ja, erinnert, Zeit bei 2021 hat Zeit zu lernen. Guck mal hier, hier stehen nämlich überall so Geiseln rum und die müssen sie nachher holen. Baller die ab! Kann ich grad nicht, mach hier drei Sachen gleichzeitig. Nadel schnaufen, spielen und mir reden. Ich nachher raus. Eine Geisel. Guck mal, du kannst auch das alles kaputt machen. Scheiß Abbildung. Konki ist nicht multitaskig. Bin ich multitaskig? Guck mal, eine Geisel. Ich hab Apo Red getötet. Ja, oh. Lars, du bist überall. Lars? Oh ne, der schon wieder. Ja, der Lars ist immer langweilig. Der Lars so, ist also Berliner wie gesagt, Gangster. Wir müssen nicht rausrennen, ne, und die suchen, sondern die müssen ja sowieso hier hinkommen und die Geiseln retten. Von daher. Ach, gute Info, ich renne mal raus. Ja, gut, soll ich das jetzt sagen? Also, ausziehen und rausrennen. Hier hinten haben wir noch so einen Projektorraum, hier sind auch Geiseln. Eine zum ich glaube, ich habe Projekt darum stehen. So. Boah, die arme Geisel. Ja, ich sehe dich. Kann ich die nicht befreien? Ey, wo redest du? Ja, Duplo, was ist das denn? Ey, wie du das Spiel nicht verstanden, wir sind die Bösen. Oh. Nein, wir sind im Moment die Guten, wir müssen die Geisel. Die sind da alle. Retten. Die Guten? Scheiße. Da waren zwei. Guck, da liege ich. Ich kenne dich ja meistens nur liegen. Ach, sie ist das alle von hinten gekommen. Von hinten. Wie liegen? Das stimmt doch gar nicht. Der Dennis steht ja immer. Ich mach ihn stehen. Ja, ich stehe, aber Abby nicht. Thema können wir jetzt mit dem mal wechseln, ne? Ich bin verheiratet, hör mal auf jetzt. Wann stehst du denn? Wann stehst du denn? Der Konkret steht, ich der schläft doch immer fest. Aha. Ich muss hier mal privat drüber schreiben, Moment. Da haben wir mal 16-0 gewonnen. Hallo. User was moved to your channel. Wie, man packt meine Geisel an. Sexuelle Belästigung der Geisel. Was ist mit Kongi 16-0? Ja, mit mir kann man auch mal gewinnen. Da links. Hier? Ja, da. Wegen mir hat man gewonnen. Oh, doch nicht. Fuck. Ja, da kamen auf jeden Fall die her, die mich getötet haben. Mhm. Boah, mit Kongi 16-0 gewonnen, da müssen wir aber was gerucht haben, ey. Ja. Dass du mich gerade schlecht machst, gerade du. Da war der Kongi bestimmt AFK. Hat sich ein Brot geschmiert. Da hat er gerade sein Butterbrot gesucht. Ich gehe jetzt kurz in die Küche. Mensch, richtig müde bist du noch nicht. Such dir etwas Einschläferndes und zack, hier ist Lars. Das ist sehr schön. Das baut mich auch auf, Lars. Ich finde das sehr Lars, schön. Lars, den Gameblamer kann man auch nicht zum Einschlafen gucken. Das ist selbst auch schon Folter. Da wird man die ganze Zeit, weil man so sauer wird, weil ich so scheiße spiele, wird man wieder hellwach. Wenn man den immer labern hört, ey, da kann man doch nicht einpennen bei dem Gelaber. Der wird immer aggro, das ist immer höher. Ich stehe immer, sie liegt immer. Oh, fuck, ich spiele echt. Man muss sich den Gameblamer mal beim Dirty Talk. Guck mal, hier ist einfach so ein Geist.
Das ist echt gruselig. Ein Projektor und ein Office und eine Geisel. Ja. So beginnen die geilsten Gruselfilme. Denk mal an Paranormal Activity. Projektor. Boah, ja. Da ist einer, da ist einer. Das war voll gruselig, dass der da war auf einmal. Ja. Ey, boah, ich hab Gänsehaut gekriegt. Aber richtig. Paranormal Activity ist all. Paranormal Office ist sie. Office ist sie. Eine scheiß Waffe, gib mir eine bessere. Aber Lars, geht's dir nicht auch so, dass du den Dennis eigentlich gar nicht hörst? Was? Wer hört mich nicht? Was? Lars, ne? Also den hört man ja nie. Ja, weil da. Nightmare Before Christmas. In Dennis' Hose ist es paranormal. Ja. Das stimmt. Ja. Ist öfters kaputt. Ja, weil der einfach so groß ist, ne? Die reißt immer. Immer die ganzen Knöpfe, die springen immer ab. Reißverschlüsse reißen raus. Du musst den immer suchen, ne? Den Knopf, ja. Ne, die Hose. Schau mir jetzt die schöne Dia-Show an. Das ist aber doch total creepy. Eine Geisel wird befreit. Ja, nebenan im Raum. Rechts. Batman. Hä? Ich spiele das falsche Spiel gerade. Was ist da los? Du kannst doch einfach eine Geisel suchen und die Treppen runterwerfen. Was, die Geiseln? Oder dich? Ja, die Geiseln. Achso. In Berlin tritt man ja neuerdings Frauen die Treppen runter. Ja, geht schneller. Ist ja eine neue Mode. Echt ein Unding. Ja, also, weil die ist nicht richtig gefallen. Ich bin auch nochmal nachgerannt, hab nachgetreten. Die lag nicht richtig. Die lag nicht richtig. Die Treppe hat einen Bug gehabt. Gar nicht witzig, was ihr macht hier. Hä? Von hinten. Ja, von hinten ist immer am geilsten. Da stehst du da drauf, Kronki. Die Ecke hat definitiv... Boah, wie ich die alle wegfetze! Und der letzte tötet mich wieder, ich weiß geile das. Geile Unterwasserwelt. Ja! Boah, geil, ich hab alle getötet! Alle! Königliche Hoheit! Für Zeit zu gehen, wer am schönsten ist, ne? Ja, Lars, der Arrogante hat wieder sein Mikro ausgeschaltet, wie immer. Ja, sieh mal, Area will auch mal gucken. Wir gucken wieder auf Blu-ray, ne? Wir haben Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Nimm die Kinder ins Becken alle alleine. Selbstgespräche. Aladdin, genau. Und steht drauf, dass ich weine. Das macht mir echt so. Das gibt's nicht. Fuck you. Bin gleich wieder da. Und die gucken immer Aladdin im Porno. Und möchte zu ihm ganz. Immer dieser Wodka. Immer wieder. Ich rede so viel eindeutig, ich will hier dauernd. Ah, meine Fresse. Geht nicht. Musst du halt mal gewinnen. Kann die Fresse hier nicht halten. Oh Mann, ist das. Können wir nicht Rasenmäher-Simulator spielen? Das ist einfacher. Was? Rasenmäher-Simulator. Oder Bus-Simulator, ist auch Multiplayer. Willst du Bus fahren? Ja. Du musst nach Berlin gehen, da kannst du Bus fahren. Nee, Hamburg reicht mir schon. Hör auf. Ich habe jahrelang in Hamburg gearbeitet. Als Kurierfahrer. Das reicht mir jetzt schon. Da kannst du den Lars durch die Gegend fahren in Berlin. Den, oh nee, der Labelf. Post-Simulator, genau, sowas brauche ich auch. Der Lars redet mit Friedel ums Ohr, bestimmt.
Ach. Du gehörst ja jetzt nicht mit. Der Lars fährt gerne Bus. Ja. Ey, das bin ich. Danke. Ja, Hab ich gemerkt, eine Kugel im Kopf. So, wer nett war zu mir, darf sich hier was wegnehmen. Komm gleich. Oh, nur ich war nett zu mir. Das ist natürlich schade, dann darf ja nur ich essen. Oh, und ich hab mich gerade gefragt, boah, hier riecht voll nach Baguette. Aber ich wollte sie nicht wieder verfressen. Oh, schade. Nur ich war nett zu mir, also darf nur ich Kräuterbaguette essen. Oh, das ist natürlich kacke jetzt. Ja, das Spiel ist kacke. Guck mal, sind drei Leute direkt rausgegangen. Ja, weil ich nicht im Bild war. Ist doch klar. Nee. Nur am Essen. Das ist wirklich so. Oh, Megaman Mega, hi. Megaman Mega. Ach, Dicker. Da ist er tot. Boah, ist das Baguette lecker, ey. Boah, sogar zwei direkt. Oh, lecker, Baguette. Ich hab noch Kartoffelsalat. Und ihr? Boah, das riecht schon lecker, ne? Ja, Lars, es gibt nichts Besseres, als in Berlin Bus und Bahn zu fahren. Ist der Traum der Menschheit. Ich bin einmal in Berlin Bus und Bahn, ne, Bahn bin ich gefahren, 1999, Love Parade. Boah, du warst auf der Love Parade. Ich war auf der Love Parade, 99, das erste und letzte Mal. Ist ja schwul. Ich als Führerschein-Neuling. Du warst nicht lieb zu mir. Der Konki war in Berlin. Oh mhm. Ich hab noch öfter vor, hinzufahren. Oh. Berlin ist ja nicht so weit. Ja, der Konki ist alt. Der Konki ist ganz ich alt. Ich halte die Fanfinger auf die Tastatur vor meinem Laptop. Und ich überlebe euch alle. Der Konki ist eigentlich schon scheintot. Ja. Unkraut vergeht nichts. Einzige, was ein Leben hält, ist meine Frau. Boah, tut mir leid, Konki. Na, die tut. Wie bitte, Schatz? Yvonne tut einem ja auch schon leid, was die alles ertragen muss. Ja, die muss mich ertragen, das stimmt. Die tut mir auch einmal leid. Das ist quasi wie bei Abby und Dennis. Die mich kennen, wissen, was sie meinen. Was ich meine. Oh, 2 gegen 1, so echt unfair. Oh, hast leider noch keine Jedi-Kräfte. Ich bin der erste Bion, ja, ich bin der erste und der letzte, nein. Nette Menschen, die entwickeln sowas. Der Bion ist auch voll okay. Nee, das nett meine ich nicht. Krapschen kann jeder. Krapschen befreit Stress. Au, das ist auch nicht lieb! Aua, die reißt mir hier meine halbe Haut vom Oberschenkel ab. Ja, dir ist ja schon mal im Gesicht die Haut abgefallen. Ja. Auf Malle. Mhm. Nicht kleckern. Mhm. Boah, Lars, wo hast du den Spruch ausgegraben, ey? Hab ich. Den hab ich. Ja, ich kann noch mehr. Auch Lille Dingsbums-Film da. Konki ist wie Wein, aber den Wein, den trinkt doch keiner, ey. Ja, der schmeckt doch wie Pisse. The Last Action Hero spricht wahre Worte. Hört mal auf, ihn fertig zu machen. Ich finde nicht. Auf dich hört eh keiner. Ich glaube, Lars hat wieder heimlich gesoffen, ey. Der steht um. Oh, fick doch. Dabei säuft er doch nur bei Gamescom, mal gehört. Der Lars, der ist immer blau. Ja, ich habe auch ein Projekt, Gamescom. Lars, wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Hätte ich mal das Video online gestellt von dem Tanz in den Mai bei der Ente. Ich hab ja gefilmt. Ja. Lars, der blaue König am Tanzen? Naja, so ähnlich. Oh, die Concordia. Zumania? Ja, hab ich. Concordia. Ja, ich verstehe es beim dritten Mal erst richtig alles hier. Die Concordia geht genauso schnell unter wie die Titanic. Concordia ist mein Mutterschiff. Ja, die geht genauso schnell unter wie die Titanic.
Ja. Ich bin der Captain, nein. Wein von der Concordia. Concordia, kenn ich bei Wing Commander 2. Konki ist schon betrunken. Eingetrunken. Fuck you, Mann! Nach Korn, Babalu, Friedelle. Die Friedelle haut rein. Oh, auch mit dieser Kinderkacke. Oh, da war jetzt jemand dann. Naja, dann fand er das Paket. Ich steig dir gleich ins Gesicht. Machst du doch sonst auch. Dann ist der Lars, weiß nicht, welches Video du meinst. Commanding Conquer auch. Ich hab so viel getrunken, dass man das nicht mehr weiß. So wie ich auf meinem letzten Stream. Ich muss unbedingt mal Dennis seinen Rechner hacken. Warte, da das Gesicht kriegst du mal. Das will ich gar nicht. Ewige Schäden haben. Oh, der schießt durch Wände. Fickt euch! Ja, machen wir doch. Oh, Ibi hat einen getötet! Mäu. Ja, Shanti, wenn du nicht mehr nach Urin riechst, dann kriegst du auch was. Oh. Er muss den Shanti mal ein Deo-Stift an den Arm reichen. Nee, ihr könnt mal spenden, damit ich mit Shanti zum Tierarzt gehen kann. Genau, erst ein neues Auto und dann Tierarzt. Ja. Ja, Tierarzt ist teuer, ich kann es auch davon nicht sehen. Pass auf. Was denn? Ganz dünnes Eis hier. Wenn es um Essen geht, ne? Ja. Oh, ja, ganz. Jetzt habe ich dir veraltet, dass du zwischendurch ein Stück Baguette kauen konntest. Was? Zwischen den Runden. Weil ich auf den Finger gehauen habe. Mhm. Das finde ich lustig, sowas. Ich nicht. Spiel nicht mehr, hab keine Lust mehr. Mimimi. Wurde mein Lolli geklaut. Obwohl ich bin, naja, Dritter. Du bist besser als Konki. Nein. Jetzt nicht mehr. Nee. Ja, ich fummel nebenbei noch um eine Einstellung hier. Aber ich bin besser als ihr beiden. Ich fummel nebenbei meine Einstellung rum hier. Was, du fummelst so an dir rum? Ja, ich bin aufnehmen. Im Wurm bin ich ein bisschen mit aufnehmen und live gehen hier alles. Das ist ja eklig. Lars, alles zusammen. Wie Laska die Camp frisst, Mario Kart und das mit der Tanzgeburt. Das ist alles auf meinem Video. Oh, Twitch läuft, du tut nicht. Na egal. Oh. Boah, das ist bestimmt das erste Video, was 30 Milliarden Aufrufe kriegt. Bestimmt. Großer Haufen YouTuber macht sich zum Affen durch Alkohol. Und ist gleichzeitig den Gameblamer. Alle fordern durch deinen Account, ne? Ja. Aber das musst du vor dem Video ansagen, ne? Wenn dieses Video nicht 1 Million Klicks hat, dann lösche ich die Welt. Holen. Wir müssen die jetzt retten. Wie mache ich das? Wenn du bei der Geisel bist, drückst du E. Und dann nimmst du die auf Schulter. Facebook eine Freundschaftsanfrage. Weil Facebook eine Freundschaftsanfrage verschicken. Oder du guckst den Kopf an und drückst die linke Maustaste. Linke? Unglaubwürdig. Ich komm sowieso nicht bis zur Geisel. Also kann mir das egal. Sag nicht sowas. Doch, der Game Gamer passt auf dich auf. Die armen Geiseln. Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Dein Freund schafft das. Ich hab so eine billige Pistole. Ja, so die erste Runde. Wäre noch besser als ein billiger Freund. Wäre noch besser als ein billiger Freund. Scheiße, tot. Ich kann jetzt gerade nicht lachen, ich muss Geiseln retten. Ich nehme meinen Job sehr ernst als Counter-Terrorist. Wo musst du jetzt hin? Zum Startpunkt. Ist ein Minijob nach 450 Euro Basis, ne? Ja. Ja und, aber ich habe die Geisel gehabt und ich habe versucht sie zu retten.
Die arme Geizel. Ich muss mich retten, viel wichtiger. Lars, das war doch nur Spaß, das weißt du doch. Oh, ein Nussapfelkuchen ist wieder da. Hallo, wer ist das Schmuckstück neben dir? Das ist die Shanti. Ich verstehe gar nicht, wie du die sehen kannst. Sie ist so auf dem Boden. Du bist ja gemein. Ach, wissen wir, wen müssen wir ehrlich? Meine Maus funktioniert nicht mehr. Deine Maus funktioniert. Warte. Muss aber noch funktionieren. Du hast eine Ratte auf dem Schoß? Hier als Ausrede. Ach, die Karte. Immer alles dabei. Kaputt. Nein. Hat die Schotti gesagt, fick dich. Ich bin aufgestiegen. Fickt euch. Rang 2, Rang 10. Deckt mich doch. Boah. Ich mag das nicht auf nackten Beinen, deswegen meckert die. Boah. Ja, aber die steht jetzt auf nackten Beinen. Die hat Angst, dass sie ihr weh tut. Die weiß, dass boah. Beine, die Beine tun weh. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.